das Regentier, das nähert sich. Da, hört ihr? Ich wollte gerade sagen, jetzt donnert es gerade. Ja, wir gehen gerade durch den Villa Borghese, das ist ein ganz großer Park hier in Rom. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, wir sind gerade, wenn wir mit Bus und Bahn in die City gefahren sind, an der Haltestelle Vannizia ausgestiegen. Jetzt wollen wir erstmal in Richtung Pantheon spazieren. Und hier hinter uns war gerade der Taubenflüsterer, ja. Beziehungsweise die wurden gefüttert und Unmengen an Tauben hinter uns. Ich bin mir auch nicht sicher, ob er aus Spaß uns das in den Rücken geschmissen hat, weil auf einmal alles voller Tauben war. Hinter uns ist jetzt das Pantheon. Genau, und man weiß bis heute nicht wirklich, was es früher war, ob Tempel oder imperialer Repräsentationsbau. Ganz klar ist nur, dass es später umgeweiht wurde in eine Kirche und ja, als Kirche steht es auch heute noch hier. Was uns hier echt aufgefallen ist, dass es überall Kopfsteinpflaster gibt. Treppe, das ist einer der bekanntesten Treppen im Freien der Welt. Ja, und oben drüber liegt das Piazza di Spagna und das ist auch das Zentrum des Modeviertels hier in Rom. Und ja, hier gibt es alle bekannten Modemarken. Ja, die sind hier alle vertreten, das sieht man hier auch überall, ja. Alles voll. Und sehr schön ist auch hier im Hintergrund, das ist ein Brunnen. Der ist toll gemacht, aber ich versuche es dir noch mal kurz besser zu zeigen. Ich glaube, wir sind ein bisschen nah dran. Gibt es erst eine kleine Snackpause. Wir haben gerade ein ziemlich lustiges Auto entdeckt. Das sieht aus wie so ein dicker Land Rover, aber ein ganz klein, so kleiner als ein Smart. Von der spanischen Treppe aus könnt ihr bequem zum Pincio gehen oder Pinchio, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, aber wahrscheinlich Pincio eher. Und das ist einer auch der sieben Berge Roms, auch mit richtig schöner Aussicht. Und ja, der Weg dahin ist relativ kurz und direkt daran liegt eine große Parkanlage. Die schauen wir uns jetzt gleich auch noch an. Mega viele Seifenblasen. Ich weiß schon, wer hier begeistert ist. Ja! Zu alt für sowas, oder? Nee, definitiv. Also, Seifenblasen sind schon cool und Kult, auf jeden Fall. Ich hatte richtig Spaß. Ja, hat man gesehen. Und hinter uns unten, da liegt jetzt der Piazza de Popolo. Genau da. Und der ist seit Antike bekannt, der Platz, denn über den Platz hat man früher Rom erreicht, wenn man aus dem Norden kam. Yeah.
Regentier, das nähert sich. Da, hört ihr? Ich wollte gerade sagen, jetzt donnert es gerade. Ja, wir gehen gerade durch den Villa Borghese. Das ist ein ganz großer Park hier in Rom. Und das ist auch richtig schön. Ja, voll schön da vorne. Da kann man Bötchen fahren. Das sieht so richtig romantisch aus. Ja. Ich glaube, wenn es jetzt nicht gleich anfangen würde zu regnen, würden wir das auch machen. Ja, aber ich denke auch. Aber alternativ, wenn ihr nicht Bötchen fahren wollt, ihr könnt hier sogar mit der Familie solche Vierer-Fahrräder, so überdachte Mieten und hier rumfahren oder Segways, ja. Und Catcars, also das ist ein cooles Angebot. Und Golfwagen. Ja, genau, für richtig viele Personen. Nee, ist echt toll hier. Gänseflüsterin ist unterwegs. Da müssen wir nach Jahren wieder nach Europa kommen. Hier reisen, um Hagel zu erleben. Guck mal, das Hagel kriegt dich hier da unten auf dem Boden. Nicht geil. Ja. Oh, Hilfe! Oh, boah, jetzt wird's übel. Oh. Warum? Was ist los mit dir? Willst du uns loswerden? Vor allen Dingen, das ist alles hier voll weiß. Das sieht ja, aus, wie aus wie Schnee. Wir sind kacknass geworden schon. Aber bis auf alles. Hallo? Im Park heute. Das ist ein Abenteuerweg. Ja. Ja, was war das denn? War mal gar nichts, ey. Wir sind jetzt hier wieder in der Unterkunft und haben erstmal geduscht. Aber echt, das war eine böse Überraschung jetzt am Ende des Tages, ne? Ja, es war ja so bullig heiß gewesen. Es hat so verdammt schnell angefangen zu regnen und plötzlich der Hagel dabei. Boah, das ist uns fast durch den Schirm geschossen. Ich war noch nie draußen, wo es so derbe Unwetter draußen war um einen rum. Das war die Hölle. So schwerer Hagel. Also es tat auch richtig weh. Wir haben oft was in die Beine bekommen oder mal einen Kopf. Nee, das war echt nicht schön, definitiv. Also, ja, müssen wir nicht nochmal haben. Genau, wir gehen jetzt noch ein bisschen was essen und dann gehen wir auch früh ins Bett, weil morgen früh ist nämlich ein besonderer Tag. Genau. Freuen wir uns schon drauf. Ja, dann lass gerne einen Kommentar. Ja, Daumen hoch. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Ja, wir also freuen uns drauf. Gut. Bis morgen. Ciao. Ciao. Können wir? Applaus. Mhm. Ich habe irgendwie so ein Glücksgefühl in mir gehabt, aber auch so ein Gefühl der Unsicherheit, weil man hat sich einfach auf das Reisen oder die Reise an sich gefreut. Ja, das kann man so gar nicht eigentlich, glaube ich, nachvollziehen, was das wirklich für ein Gefühlswirrwarr ist, manchmal auch jetzt noch, oder? Ja, vor allem, wir haben so viel erlebt in den 3 Jahren. Es hat ja schon in Malaysia angefangen, als ich damals das dicke Auge hatte, ne? Das Abszess da.